Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, dieses Mal ein Infovideo und zwar zu meinen YouTube-Partnern, meine YouTube-Destiny-Partner, denn ich bin da beigetreten schon seit längerem und wir arbeiten da zusammen, was Destiny betrifft, und zwar mit Puzzles, Chaosix, Angelus und ProNDC. ProNDC am Ende, denn da gibt es noch was ganz, ganz Wichtiges dazu zu sagen, das erkläre ich dann, wenn wir bei ProNDC ankommen. Ich wurde nämlich von den Leuten gefragt, ob ich da mitmachen will an den sogenannten Challenges. Das ist eine Herausforderung, da fordern wir uns gegenseitig heraus. Puzzles hat es übrigens erfunden, aus diesem Grund beginne ich da mit Puzzles. Wir fordern uns da gegenseitig heraus mit wer am meisten Headshots macht in der Dämmerung oder wer am meisten Sphären generiert oder wer am schnellsten ist, also die sogenannten Speedruns. Und wer dann gewonnen hat, ist dann für die Woche sozusagen Platz 1. Das ist sehr, sehr spannend, um zuzuschauen, auch zu sehen, wie die anderen spielen, wie sich da die YouTuber voneinander unterscheiden. Spielweise, es ist extrem amüsant. Ich musste da viel lachen bei gewissen Challenges. Wirklich toll. Und bin froh, dass ich da in der Partnerschaft dabei bin und mit den Leuten zusammen arbeite. Denn wir unterstützen uns und das ist wirklich eine super Sache. Ich beginne direkt mit Puzzles. Puzzles spielt auf der Xbox One. Er ist unsere Destiny Nummer 1 auf der Xbox, sage ich mal. Wir, Chaosix, Angelus, ProNDC und ich spielen alle auf der PS. Und weil er nicht mit uns zusammen zocken konnte, hat er sich gedacht, gut, Challenge ist eine Idee, oder? Und so wurde das dann ins Leben gerufen. Was man zu Puzzles sagen kann, Puzzles macht wirklich gute Waffenreviews. Also ich greife da sehr gerne auf seine Reviews zurück. Wenn ich dann am Freitag Xur präsentiere, dann verlinke ich gerne seine Videos, denn er hat da gute Meinungen zu den Waffen. Sehr, sehr informativ. Also 1A Sache. Lohnt sich effektiv da reinzusehen, wenn man sich unschlüssig ist, eine Waffe zu kaufen oder nicht. Dann präsentiert er natürlich Xur. Er hat die sogenannte Expertenmeinung ins Leben gerufen, bei der er sagt, kaufen oder nicht kaufen. Lohnt sich immer am Samstag oder am Freitag sein Video zu schauen, soll ich die Waffe kaufen von Xur oder eher nicht. Ist eine gute Sache und man kann sich da immer ein bisschen helfen lassen, ob die Waffe, die Xur im Angebot hat, gut ist oder nicht. Nun, dann hätten wir noch die Informationen zum neuen DLC. Er hat da kurz und bündig zusammengefasst, was alles neu ist, was im Stream von Bungie da gezeigt wurde, Informationen und so weiter und so fort. Sehr informationsreich, lohnt sich reinzuschauen. Das war's eigentlich auch schon von Puzzles, ich gehe da nicht groß drauf ein. Wenn ihr viel von ihm sehen wollt, schaut mal auf seinem Kanal vorbei, in der Beschreibung ist natürlich der Link drin. Stöbert da mal in den Videos und Playlists, ist ganz cooles Zeugs dabei. Fällt mir direkt noch was ein. Schaut euch unbedingt dieses Video an. Tut mir leid, Puzzles musste sein. Das ist ein cooles Video, schaut es euch an. Puzzles ist ein ganz lockerer Typ. Wirklich amüsant. Also lohnt sich auf seinem Kanal reinzuschauen. Dann kommen wir zu Chaosix. Chaosix ist ursprünglich ein Call of Duty YouTuber. Mit Call of Duty ist er groß geworden. Erlaube ich mir jetzt zu sagen. Und das behält er auch jetzt noch immer ein bisschen bei. Er spielt immer noch Call of Duty und zwar den Zombie-Modus, den es jetzt gibt. Ist sehr, sehr interessant, um da zuzuschauen. Das heißt, lohnt sich für Leute, die auch Call of Duty cool finden, da reinzuschauen bei den Videos. Macht er gut. Und er hat sehr, sehr viele Wochenloot und Opening-Videos. Hier beispielsweise Orbit entpacken, exotisch, Dead Orbit und so weiter und so fort. Dann hat er die Wochenloot-Videos. Da habe ich ja auch damit begonnen, weil viele Abonnenten gefragt haben, machst du das auch? Ja, mache ich auch. Und ursprünglich ist die Idee ein bisschen von Chaosix gekommen. Das heißt, wer sich da auch für den Wochenloot von Chaosix interessiert, schaut doch hier vorbei. Er hat das auch. Oder ich habe es von ihm auch, wie man es sehen will. Ist interessant, macht er schon sehr, sehr lange, man sieht es schon, 14. Woche, das heißt, er ist schon lange, was die Wochenloots betrifft, dabei.
Dann auch eher zum DLC, da vom Stream, Informationen, wichtige Dinge, was man wissen muss und so. Also das heißt, wenn ihr da mal etwas wissen wollt zum neuen DLC, schaut auch bei Schausix vorbei, macht da auch informative Videos. Und auch er natürlich bei den Challenges dabei. Ich glaube, er hat es hier nicht verlinkt auf der... Ah doch, direkt vor meiner Nase. Hier sieht man es, auch er bei den Challenges dabei. Tritt gegen uns an und wir gegen ihn. Das war's auch schon von Schausix. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei, macht wirklich coole Videos. Er ist ein Österreicher. Die anderen drei sind Deutsche und ich bin natürlich Schweizer. Wir haben da den deutschsprachigen Raum somit ganz cool abgedeckt mit einem Österreicher, drei deutschsprachigen Deutschen und mir als Schweizer. So, schaut vorbei, wenn ihr euch für Schausix interessiert. Macht gute Videos, wie schon gesagt. Wer auch Wochenlooten so sehen will von ihm, da seid ihr an der richtigen Adresse. Jetzt kommen wir zu Angelus. Angelus macht nicht nur Destiny, sondern auch Let's Plays. Und es sind gute Let's Plays. Er macht die zusammen mit ProNDC zusammen. Das heißt, die machen da ein Let's Play. So ein Together Let's Play nenne ich es jetzt mal. Und es ist sehr, sehr spannend. Und lohnt sich absolut zuzuschauen. Denn Borderlands ist sehr, sehr ähnlich, was Destiny betrifft. Hat gewisse Punkte, die sich unterscheiden, aber es macht Spaß zuzuschauen. Das heißt, schaut da mal in die Let's Plays rein. Ist wirklich eine gute Sache. Und macht Spaß. Zu den Challenges muss ich nicht mehr sagen. Angelus und ProNDC machen immer zusammen dann die Challenge. Aber zu den Challenges muss man ja nicht viel mehr sagen. Interessant ist noch, sie haben da mit Let's Talk begonnen. ProNDC und Angelus quatschen da über Destiny, was sich so verändert, ihre Meinungen, was sie so für Gedanken haben zu Destiny. Das ist immer sehr, sehr informativ und macht Spaß zuzuhören, wie Angelus und ProNDC so das ganze Destiny sehen, wie sich Destiny entwickelt, wie es weitergeht, wie es weitergehen könnte, Pro, Contra. Also lohnt sich reinzuhören. Dann haben wir noch die Gläserner Kammer. Er hat da ein ausführliches Video gemacht zu der Gläsernen Kammer. Und verdient. Verdiente Aufrufe, denn es ist ein sehr informatives Video für Neulinge. Was den Raid betrifft, Gläserner Kammer, ist es ein Muss, das zu schauen. Das heißt, schaut da bei Angelus vorbei, wenn ihr noch unsicher seid mit dem Raid. Die Gläserner Kammer ist wirklich eine gute Sache, gutes Video. Sehr, sehr hilfreich für Neulinge. Und ein Projekt, das sage ich jetzt ganz offen, auf das ich schon fast neidisch bin. Er hat sich gesagt, ich mache mal einen Charakter von 0 bis 20 nur mit PvP. Nun, er hat begonnen und ich muss sagen, teilweise ist er nervlich knapp am Ende. Ich sage es jetzt extra so, denn es ist amüsant zuzuschauen, wie schwierig es ist, mit gewissen Waffen oder halt gewissen Waffen, die man halt nicht hat, weil man noch keine 20 ist, PvP zu spielen. Lohnt sich absolut hier reinzuschauen, ist ein super cooles Projekt, hätte ich am liebsten selbst auch gemacht. Aber da es Angelus schon hat, muss ich das ja nicht machen. Coole Idee von die Angelus übrigens, wirklich schöne Sache, lohnt sich reinzuschauen für alle, die das noch nicht kennen. Das war's eigentlich von Angelus, wer sich für seine Let's Plays und für seine Destiny-Videos interessiert, schaut rein, macht Spaß und ist auch sehr vieles informativ. Also das heißt, die Let's Plays machen Spaß, der Rest ist informativ. Guter Kanal, schaut doch rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Und jetzt zu ProNDC. ProNDC hatte da ein kleines Problem mit seinem alten Kanal. Ich gehe da nicht näher drauf ein. Sie haben sich aber entschlossen, einen neuen Kanal zu machen, genau gleich, gleiches Design, gleicher Name, alles, Qualität, genau gleich. Und müssen natürlich die Abonnenten da wieder dazu bekommen, ihnen mitteilen, hey, wir sind jetzt hier auf dem Kanal, der alte, der ist nicht mehr aktiv. Das heißt, ich mache das bewusst jetzt hier am Ende hier und erzähle das, dass ihr wisst, wenn ihr ProNDC zwar schon kennt, aber noch auf dem alten Kanal den Abo habt, dann wechselt doch hier auf den neuen.
denn sie werden ab jetzt ihre Videos auf diesem Kanal machen und alles auf dem Kanal zeigen. Hier sieht man direkt das Let's Play mit Angelus. Wie ich schon bei Angelus gesagt habe, sehr amüsant. Schaut da rein. Dann ist ProNDC sehr, sehr präzise, was Informationen betrifft. Also ich habe es noch nie erlebt, dass da Informationen von ProNDC raus sind, die vage waren. Das heißt, ihre Informationen, die sind sehr gut geprüft. Da muss man schon sagen, also Qualitätssiegel kommt da drauf auf die Videos. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, wenn man ihre Videos schaut, dann sind das sicher keine vagen Informationen, die man bekommt, sondern es sind 1A-Informationen, die auch was taugen. Sie machen auch den Vergleich zwischen den exotischen Waffen, jetzt beispielsweise exotische Pistolen, vergleichen sie den Dorn mit das letzte Wort oder dem Falkenmond. Ist sehr interessant da reinzuschauen, welche Waffe finden sie besser oder ist besser, rein von den Werten her und. Dann haben sie natürlich zum Stream von Bungie was gemacht. Wie das mit dem DLC aussieht, mit dem Upgraden von den Waffen auf 365, also informativ. Dann ein Me-Review zu Trial of Osiris. Da haben sie mehrere gemacht. Auf dem alten Kanal sind noch einige, die kommen aber nach und nach auch hier drauf. Um dann den Kanal auch wieder so schön üppig an Informationen zu gestalten, wie es beim alten war. Das heißt, wenn ihr euch für Puzzles, Schausix, Angelus, ProNDC interessiert, abonniert sie gleich alle. Sind alles gute Leute, machen gute Videos. Und wir sind hier der größte Verbund an Destiny-YouTubern, den es gibt, im deutschsprachigen Raum. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, denn ihr bekommt von uns alle Informationen, die ihr braucht. Ihr bekommt von mir viele Dämmerungsvideos, Tipps und Tricks zu verschiedenen Sachen. Ihr bekommt von fast allen Waffenreviews, wie es aussieht mit den Waffen, was man da machen kann, was es gibt, wie gut sie sind oder eher weniger. Ihr bekommt vom ProNDC viele Informationen zu Updates oder was auch immer alles neu ist. Das heißt, ihr seid da immer auf dem neuesten Stand. Bei Angelus unterhaltsame Videos, PvP sehr, sehr viel. Let's Plays natürlich auch. Bei den Let's Plays aber auch sehr, sehr informative Guides jetzt. Da hat er viel gemacht. Also coole Sachen, wirklich zu empfehlen reinzuschauen. Bei Schausix den Wochenloot, dann Engram und Package Openings. Also für Leute, die sich dafür interessieren, ist Schausix effektiv die richtige Ansprechperson. Und ich sag's nochmal, die Waffenguides. Puzzles hat da gute Waffenguides gemacht, ProNDC auch. Und um da die Kirsche auf, wie soll ich sagen, auf das Küchlein zu setzen. Ja, ich bin Schweizer, ich sage Küchlein. Auf das Küchlein zu setzen, gibt es noch eine Challenge. Da fordern wir uns gegenseitig raus. Das heißt, wenn ihr uns abonniert als Gesamtpaket, habt ihr zu Destiny also eigentlich alle Informationen, die ihr braucht. Muss ich sagen, finde ich schön, lohnt sich die Partnerschaft so, wir unterstützen uns da und das ist einfach herrlich. Das war es eigentlich auch schon, ich sag nochmal ganz kurz, ProNDC abonnieren, wenn ihr das schon mal gemacht habt, aber neuer Kanal nicht vergessen. Und zum Schluss noch kurz ein bisschen Werbung für mich, ich habe auch noch einen Let's Play Kanal, das wissen nicht alle. Ich führe neben meinem großen Kanal, mach das mal kurz auf, neben meinem großen Kanal führe ich auch noch einen kleinen Let's Play Kanal. Da habe ich Spore gemacht, Dying Light, als Schweizer darf ich ja Dying Light präsentieren. Das ist sehr, sehr spannend für alle, die Dying Light nicht kennen. Ein bisschen brutales Spiel, aber macht sehr, sehr viel Spaß zum Spielen und zum Zuschauen. Bloodborne bin ich momentan dran, Skyrim läuft noch. Also für die Leute, die sich für Let's Plays interessieren, schaut doch bei mir vorbei. Und wenn ich schon dabei bin, noch gewisse Dinge vorzustellen, schaut mal auf mein MMO vorbei. Ich werfe es auch noch in die Beschreibung rein. Mein MMO macht ganz, ganz gute Artikel zu den einzelnen Destiny-Dingen oder einfach allgemein MMO. Das heißt, schaut da mal rein, die haben immer coole Artikel. Jetzt haben sie hier den ganzen Stream
haben sie aufgeschrieben, wann was gesagt wurde, wann was gemacht wurde. Also ich muss sagen, 1A Qualität von meinem MMO. Ich werde da auch häufig noch verlinkt auf ihrer Seite, dienstags meistens. Dämmerungsvideo wird bei mir da präsentiert. Die verlinken das. Nexus Gaming hat das und das gemacht in der Dämmerung. Also ich möchte das natürlich als Dankeschön auch ein bisschen an mein MMO zurückgeben, dass sie da mein Video immer wieder mal am Dienstag benutzen. Ich finde das sehr, sehr schön. Ist eine große Ehre, auf so einer Seite auch verlinkt zu werden, eingebettet zu werden. Muss ich sagen, tolle Sache. In der Beschreibung werfe ich auch noch meinen MMO-Link rein, dass ihr da auch mal ein bisschen auf der Seite rumstöbern könnt. Denn wie man sieht, die haben sehr, sehr viel zu Destiny gemacht. Immer neue Dinge. Immer Dinge, die aktuell sind. Gut, und das war's auch schon von meinem Vorstellungsvideo. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, habe noch ein bisschen mehr erzählt, als ich eigentlich vorhatte. Aber ist auch in Ordnung, mehr Informationen sind ja nicht schlecht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.